Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder mit am Start seid zu einem neuen Angezockt. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir können das Spiel Permafrost anspielen von Toplitz Productions bzw. Space Rocket Games. Das Spiel wird im Jahr 2025 voraussichtlich rauskommen und es gibt gerade beim Steam Next Fest eine Demo. Die könnt ihr euch auch runterladen und selber mal reingehen. Und wir werden uns heute das Spiel anschauen. Eine neue Geschichte starten wir zusammen und gehen mal rein und schauen uns das Spiel an. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein Einzelspieler-Online-Koop-Spiel, welches in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt ist. Und zwar im Jahre 2035, als eine apokalyptische Katastrophe die Welt heimgesucht hat und ein schauriges Ödland zurückgelassen hat. Wir werden mal unseren Charakter Zander nennen. Wie kann es auch anders sein? Bodytyp A, B. Okay, männlich und weiblich, Hautfarbe, spielt alles keine Rolle. Wie gesagt, es ist eine Demo. Es wird auch darauf hingewiesen, dass es halt vielleicht mal Probleme geben kann. Sollte auch klar sein, das Spiel ist noch in Entwicklung. Wir möchten den Charakter so erstellen. Let's go. Permafrost. Absolutes Horrorszenario, sage ich euch ganz ehrlich. Ich mag Kälte per se ganz gerne. Ich finde auch Schnee ziemlich cool. Aber wenn es so richtig minus 16, 17, 18 oder mehr Grad ist und es permanent, holla die Waldfee. Das wäre absolut mein, das wäre komplett mein Endgegner. Sage ich euch ganz ehrlich. So, beliebige Taste drücken, das kriege ich noch hin. Wo bin ich? Um eine Quest zu öffnen, beziehungsweise Questlog, wo bin ich? J drücken. Finde heraus, was passiert. Deine letzte Erinnerung ist, dass du vor Kälte und Erschöpfung ohnmächtig geworden bist. Sprich mit der Frau. Eine verletzte Frau sitzt dort am Lagerfeuer. Mit dir zu reden könnte dabei helfen, mehr über die Geschichte in Erfahrung zu bringen. Alles klar. Let's go. Third person, ihr seht es schon. My friend Robin's up in the Red Tower. She'll help you. And take this. It's not much, but it'll keep you alive. Okay, und nimm das. Ist nicht viel, aber es wird dich am Leben halten. Also es ist Anna. Die hat uns gerettet. Fragen Sie, ob sie Hilfe braucht. I'm not the one to ask, but yeah, a hand wouldn't hurt. Dragging you through the snow with that wound took a toll on me. Night's coming, and it's gonna get much colder. Collect some wood and toss it on a campfire. We might even cook something while we're at it, but first things first. Okay, also sie ist anscheinend verletzt und hat uns aus diesem Schneesturm gerettet. Und das war für sie nicht einfach. Wir sollen jetzt etwas Holz sammeln. Finde etwas Holz. Also hier Bäume stehen hier ohne Ende rum. Anscheinend macht denen aber diese maximale Temperatur überhaupt nicht zu schaffen. Ich spiele gerade mit 60 FPS. Ich gucke jetzt mal, dass ich irgendwie ein bisschen Holz sammeln kann. Vielleicht kriegen wir das hier von den Bäumen runter. Ne, finde Holz, um das Feuer zu starten. Zwei Holz brauchen wir nur. Ja, wo finde ich denn jetzt hier Holz? Kollege, Bäume sind hier. Ah, warte mal. Ah, okay. Wir haben anscheinend schon eine Axt am Start. Level aufgestiegen, Äxte. Anscheinend kann man das auch leveln. Man kriegt XP an der linken Seite, sieht man das? Oh, und da ist Holz runtergefallen, aber der meiste Stuff davon liegt unterm Schnee, begraben. Aber egal, wir haben ein bisschen Holz am Start, entzünde das Feuer, wir gehen zurück. Also grafisch sieht das Spiel eigentlich ganz nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist cool. Was ich halt auch cool finde, nach wie vor bei Spielen ist halt immer noch diese Schneeabdrücke, also so Abdrücke im Schnee, obwohl das jetzt auch nichts Neues ist, ne? Aber ich finde es trotzdem irgendwie immer wieder nice, dass das halt funktioniert. Ich freue mich halt über solche Kleinigkeiten. Ich bin leicht zufriedenzustellen anscheinend. So. Brennmaterial. Nehmen wir das Holz und legen das mal hier unten rein. Kann ich das irgendwie splitten? Teilen?
Ja, teilen. Oh, 3-3, so. Kann ich jetzt zwei Stacks da reinlegen? Oh ja, geht sogar. Anschalten. Vielleicht kann man unterschiedliche Brennmaterialien reinlegen, ich weiß es nicht. So, Feuer ist gestartet. Thanks. Gerne. By the way, I saw a deer nearby earlier. Couldn't take it down myself, but maybe you can give it a shot. And then bring me the meat. Okay. Stelle einen groben Bogen her und stelle Holzpfeile her. Wie mache ich das? Mit Tab? Herstellen. Hier. Holzpfeil. Dafür brauchen wir Holz. Jetzt habe ich natürlich mein ganzes Holz hier reingeworfen. Drei Stück. Kann ich nicht. Okay, wir brauchen mehr Holz. We need more wood. Dann fällen wir nochmal ein paar Bäume. Und links sehen wir übrigens auch verschiedene Anzeigen. Kälte, unser Leben, wahrscheinlich Energie, Erschöpfung. Ah, die sind ein bisschen größer, die Baumstämme hier gerade. Jetzt haben wir auch 15 Holz. Und Nahrung. Also es ist definitiv ein Survival-Spiel. Oben rechts sehen wir, wie viel Grad es sind. Es sind gerade minus 13 Grad. Ich weiß, es gibt solche Kältezonen, das habe ich schon gelesen gehabt. Und diese Kältezonen sollen bis teilweise minus 60 Grad sein. Und wenn man dann halt nicht richtig ausgerüstet da reingeht, dann stirbt man halt auch. Das heißt also, es gibt bestimmte Zonen, da kann man erst rein, wenn man eine richtige Ausrüstung hat. Das heißt, so ein bisschen Endgame-Content-mäßig. Finde ich aber vom Ansatz her schon mal ganz geil. So, jetzt stellen wir hier Holzpfeile. Oh, 6 Stück. Wir haben ja mehr als genug Holz jetzt. Wir können auch ein Zelt herstellen. Dafür brauchen wir Holz und Stoff. Verband, Schlafsack. Ist alles relativ simpel. Also brauchen wir gar nicht so viel. Eine Hasenfalle und einen groben Bogen. Dafür brauchen wir aber ein Seil. Und ein Seil stelle ich aus Stoff her. Woher kriege ich denn jetzt Stoff? Aha, alles nehmen. Da haben wir auch das Seil drin und Alkohol. Sehr cool. Können wir uns einen schönen Abend mitmachen. Wenn es dann mit dem Jagen nicht klappt. So, groben Bogen herstellen. Bin gespannt. Also gerade so Aiming in Spielen immer wichtig. So grundsätzlich die Steuerung fühlt sich schon mal ganz gut an. Wie kann ich den Bogen jetzt ausrüsten? Auf 4. Okay, nice. So, dann gehen wir mal jagen. Jage einen Hirsch. Alter, was ist denn das? Holy. Da sind Menschen auf so Dingern aufgespießt. Das passiert doch nicht einfach so zweimal. Da muss doch jemand hintergesteckt haben. Okay. So. Okay, das ist ein Hirsch. Der kommt auch auf mich zu. Wenn er auf mich zukommt, meine Freunde, dann darf ich ihn jagen, laut South Park. So, Holzpfeil haben wir wieder eingesammelt. Den können wir weiter wieder verwenden. Und jetzt können wir den... Nein, nicht nochmal drauf schießen. Okay, komm, mal abbrechen. Wie kann ich den jetzt... Mit der 1? Ah, okay. So können wir ihn jetzt heute... Also wie gesagt, das Spiel ist in Entwicklung, ne? Also müsst ihr euch jetzt nicht wundern, dass hier keine Animation gerade am Start ist. Wir haben jetzt gehäutet. Und jetzt können wir den Hirsch einmal ausnehmen. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Produkte von dem Hirsch bekommen. Wir haben einmal die Tierhaut bekommen. Also viermal Tierhaut. Viermal Fleisch. Zweimal Tierfett und dreimal Knochen. Das ist eine gute Ausbeute auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Level aufgestiegen beim Rennen. Sehr gut. Bringe Anna das rohe Fleisch. Jetzt? So, sage Anna, dass du das Fleisch hast. Haben wir. Ist übrigens eine Nebenquest. Nice work. Let's get it cooked. You eat first. Remember, you can always bring me more. But maybe you want more valuable food? Wertvolles Essen lieber? Fragen Sie, was sie mit wertvollem Essen meint. I still have some meat left. Can you cook it with this potato? We both could use a decent meal. Okay. Also es geht halt um Fleisch und Kartoffel und jetzt können wir was kochen. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Holz. Ziehen das jetzt mal hier unten rein, anschalten. Primär Fleisch und sekundär Kartoffel. Kochen. Was habe ich da jetzt rausbekommen? Hier unten. Ein Gericht. Da sind Knochen drin. Okay, warte mal. Kann ich das auch? Warte mal. Fleisch? Ein nützlicher Rohstoff bei der Herstellung oder beim Kochen. Mal gucken, was... Ah, this kind of item isn't consumable. Okay, also das können wir nicht essen. Dann koche ich das einfach mal so. Was kommt dann da raus? Kommt da kein gebratenes Fleisch raus? Nee. Hä, wo ist das Fleisch hin? Weg! Nein, ich hätte es nicht machen sollen. Egal. Frage Anna, ob sie sonst noch etwas braucht.
there's a cave nearby with flint and stone. If you're up for it, grab them for me. You'll need a pickaxe. Even the weakest one should do. I'll get you a better one when you return. Okay, in der Nähe soll es eine Höhle geben. Dann gehen wir da mal hin. Wir können übrigens ganz kurz mal was essen. Wir kriegen damit 90 Hunger regeneriert. Ja, sollte passen. Wir sind jetzt bei 200 von 300. Ich ziehe das mal hier auf die 5. Und hab's gegessen. Und das Essen ist regeneriert. Okay. So. Das ist die Höhle, von der sie gesprochen hat. Dann gehen wir da mal hin. Also ich muss sagen, die Steuerung gefällt mir ganz gut. 60 FPS könnte ein bisschen mehr sein. Aber ich habe jetzt auch an den Einstellungen nicht rumgefummelt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe es einfach mal so laufen lassen. Eine Puma-Höhle. Na geil. Das, da nehme ich mal lieber den Bogen. So, dann gehen wir mal hier rein. Ist das die richtige Höhle? Das ist übrigens die Karte. Die gibt es auch. Man kann Waypoints setzen. Ich kann die Karte aber nicht hin und her schieben. Oh Mann, ich habe auch keine Fackel oder sowas, ne? Stelle eine Steinspitzhacke her. Ah, okay. Feuersteinspitzhacke. Sie hat doch gesagt... Warte mal, hat sie nicht gesagt, in dieser Höhle gibt es Steine? Oder kann ich einfach mit dem Werkzeug die Steine hier schon bearbeiten? Nee, sieht nicht so aus. Das heißt, Feuerstein-Axt, Feuerstein-Spitzhacke. Wir brauchen Feuersteine oder Steine. Steine geht auch. Ich denke mal, dass wir erstmal Steine finden werden. Ich habe eine Steinklinge. Oder warte mal, hier ist ein Stein. Ah, den kann ich so einsammeln. Okay, oh, jetzt wird es aber dunkel. Holla, die Waldfee, ist es dunkel. Gibt es eine Fackel? Eine Kerze. Ah, eine Kerze können wir herstellen mit Tierfett. Man kann keine Fackel herstellen. Eieieiei. Okay, Leute, wir sind ziemlich aufgeschmissen. Wir müssen mal ganz kurz hier rausgehen. Aus der Höhle. Vielleicht habe ich Glück und finde hier am Eingang irgendwie noch einen Stein oder so, aber sieht nicht danach aus. Was ist denn das da hinten? Das sind Schilder. Hier darf man nicht lang gehen. Was ist das? Achso, hier ist Kartenende sozusagen. Wie gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ist eine Demo, ne? Das heißt, also es geht hier erstmal darum, in erster Linie, Cold Resistance, 28, 34. Es geht hier erstmal darum, dass die Entwickler ein Gefühl dafür kriegen, wie gut ist unser Spiel. Macht das Spaß oder macht das keinen Spaß? Und dann wollen die natürlich auch Feedback haben. Das heißt, es gibt ein Feedback-Formular, wo man halt reinschreiben kann, ja, das und das ist super, aber das und das ist halt voll mad. Voll bad. Und dann kann man da halt einfach so ein bisschen Feedback geben, sollte klar sein. Und dann können die Entwickler sich daran orientieren und dann halt Dinge verbessern. So, wir sprechen nochmal mit ihr. Dialog beenden. Take care of yourself. Okay, cool. Kann ich jetzt eine Runde schlafen? Oh, hier gibt's Steine. Oh, ich glaube, ich hätte hier einfach richtig zuhören sollen. Sie hat bestimmt gesagt, hier in der Kiste findest du noch das und das und das. Damit kannst du eine Feuersteinspitzhacke bauen. Gut, die bauen wir jetzt mal. Boah, unser Rucksack ist sehr klein. So, Feuersteinspitzhacke ist da. Wir bräuchten halt noch ein bisschen mehr Tierfett. Dann könnten wir eine Kerze bauen. Vielleicht können wir nochmal irgendwie ein Tier jagen. Hier sind gerade relativ viele rumgerannt. Aber irgendwie sehe ich die jetzt gerade nicht mehr. Alle weg. Weil ich glaube, wenn ich jetzt in die Höhle reingehe, dann werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts sehen. Nee, da brauchen wir gar nicht reingehen. Leute, da brauchen wir gar nicht reingehen. Stelle eine Steinspitzhacke her. Was mache ich? Ich stelle keine Steinspitzhacke her. Das ist ja wirklich... Ey, Leute, schreibt bloß nichts in die Kommentare, was das angeht. Ich bin halt einfach verpeilt, okay? Können wir das bitte einfach so stehen lassen? So, wir haben die Steinspitzhacke. Betritt die Puma-Höhle. Ja, cool. Wir brauchen aber definitiv Licht. Ohne Licht mache ich hier gar nichts. Das heißt, wir müssen noch ein Tier töten. Oh, vielleicht finden wir... Da ist einer.
Da ist einer. Oh, nice. Direkt für... geil. Okay. Also das Jagen ist wirklich gar nicht so schwer. So, gehäutet. Zack. Und jetzt Kerze herstellen. Herstellen. Ich bin mal gespannt, ob wir die Kerze jetzt einfach so anmachen können. Eine verlässliche Lichtquelle, die aus einem Wachsstift und einem Docht hergestellt wurde. Sie kann die Umgebung erhellen und in Sekundenschnelle Feuer in der eisigen Winde entfachen. Okay, cool. Kann nicht in der Luft gebaut werden. Ach, verdammt! Ich verstehe, ich muss das auf dem Boden platzieren. Warte mal, wir nehmen das mal mit. Hier könnte ich es hin platzieren. Ach, da sind die Gerichte. Die sind auf den Boden gedroppt. Hier sind sie. Einfaches Gericht. Essen. Okay, wir nehmen die mal mit. Ich habe die Gerichte ja vorhin hergestellt und dann sind die einfach auf den Boden gedroppt. So, jetzt gehen wir in die Höhle. Und dann gucken wir mal, ob wir die da platzieren können, die Kerze. Können sie hier hinstellen. Kerze anschalten. Oh, nice. Also man kann das Skelett beleuchten. Sie ist halt nur nicht sehr hell. Kann ich sie da nochmal wegnehmen? Halten zum Aufheben. Okay. 7. Boah. Das ist halt wirklich bitter, ne? Das ist halt, es ist so dunkel, aber so haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Zumindest so ein Anhaltspunkt. Dann sehe ich, ob ich mich entferne. Oh nein. Oh Gott, ich hab grad gesehen, ich bin irgendwo runtergefallen. Ich weiß, dass hier in der Ecke ein Stein war. Warte mal, können wir nicht noch eine Kerze herstellen? Nee, können wir nicht. Dafür haben wir jetzt wieder... Ah, hier. So, guck mal. Diese Umrisse sieht man ja. Und jetzt sollen wir Feuerstein sammeln. Stein, Stein, 3 Stein, 5 Stein, 6 Stein. Klasse. Also Steine haben wir schon mal. Großer Felsen. Vielleicht muss ich wirklich mit der anderen Pickaxe arbeiten. Oh, die Funken jetzt so in der Nacht sind schon wild. Wir sammeln gerade sehr viele Steine. Jetzt könnte man natürlich wahrscheinlich bei Licht erkennen, ob es da einen Unterschied in der Struktur der Steine gibt. Oh, hier ist eine Aufnahme. Is it recording now? Yeah, I think so. Just speak. All right, we've been stuck here for hours. The snowstorm is getting worse. Nobody's coming, is there? No. Not before morning at least. We'll just have to wait it out. Listen, if this gets to anyone... Wait, did you hear that? Stop. Don't freak out now. No, it's just the wind. Turn it off. Turn it off. Okay. Mir fällt gerade auf, dass meine Kälteempfindlichkeit runtergeht. Wir sind jetzt gerade bei minus 37 Grad. Das heißt, wir müssen so oder so die Höhle jetzt verlassen, weil minus 37 Grad ist halt nicht mal eben so gemacht. Das könnte ein Problem werden. Wir gehen mal zum Lagerfeuer, machen das Lagerfeuer nochmal an. Wir haben ja noch ein bisschen Stuff hier. Was ist das? Wärmendes Gericht. Ein Gericht, das sich in der Kälte warm hält. Freezing Endurance. Okay, also wir können das so eine Art Kälteschutz halt. Hunger 150. Macht keinen Sinn, das jetzt gerade zu essen. Wir haben jetzt das Feuer angemacht. Ich stelle mich jetzt mal an das Feuer ran. Dann haben wir nur noch minus 26 Grad. Aber es ist trotzdem immer noch einfach unglaublich heiß. Unglaublich kalt. Wir sollen 3 Feuersteine sammeln. Es wird, glaube ich, langsam wieder ein bisschen heller. Es könnte aber auch... Ich könnte mich auch irren. Oder oben ist die ist das, soll das die Sonne darstellen? Das kann ja nicht sein. Was ist denn das für ein Planet da hinten? Also es ist ja eine postapokalyptische Welt. Da hinten ist so ein bisschen Stadt zu erkennen.
Finde die Jägerlichtung. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einen Abflug. Wir hauen einfach ab. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Zumindest so ein bisschen auch ein Gefühl für das Spiel bekommen. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal, in der Nacht, in einer Höhle, ohne Licht, ist es dunkel. Das ist schon mal eine Erkenntnis, die wir schon mal haben. Wir sind erschöpft. Und dort vorne ist ein Watchtower, ein Aussichtsturm. Ah, nein, bleib stehen. Ich will dich doch nur töten. Ah, haben. Nice. In der Mitte ist ein Punkt erschienen. Ich habe das Gefühl, dass wenn der Punkt erscheint, dass man dann trifft. Also wir looten mal alles, was wir looten können. Den Holzpfeil haben wir aufgesammelt. So, oben auf dem roten Turm. Also das sieht irgendwie verrückt aus. Wenn es die Sonne sein soll, ist sie erstens sehr nah dran. Zweitens, warum ist Nacht, wenn es vorhin Tag war? Also muss es ja eine zweite Sonne geben oder ich habe einfach nicht drauf geachtet. Und drittens, was ist das Gerüppe da, was da vorne rumfliegt? Kann da man nicht jemand mal aufräumen? Kann man klettern? Oh ja, man kann klettern. Sehr cool, wollten immer gute Funktionen. Was geht hier sonst so ab? Kann man hier irgendwas einsammeln? Hier ist eine Kiste. Nehmen wir doch mal alles mit. Gib dem Hund rohes Fleisch. Ah. Kann ich ihm, wie gebe ich ihm denn? Hund füttern. Ah, ich weiß. Stimmt, genau. Das hatte ich ganz vergessen. Das ist unser Begleiter. Das ist Fluffy, unser Begleiter. Und dem können wir jetzt auch Stuff mitgeben. Das ist ganz cool. Genau, also das ist so wie so eine Portable Lagerbox. Das ist ganz nice. Also er kann halt Dinge für uns transportieren und hilft uns auch. Wir geben ihm mal ein paar Sachen rüber. Hier die Knochen und so. Das Essen lassen wir mal bei uns. Da habe ich ein bisschen Angst, dass er uns das wegfrisst. So, Fluffy. Streicheln. Ja, du süße kleine Maus. Ja, top. Du bist ja auch wirklich ein Toller. So, okay. Können wir hier irgendwas an der Hütte noch machen? Sie sieht ein bisschen so aus, als wäre die halt einfach Deko. Ich glaube, hier kann ich nicht reingehen. Okay. Dann gehen wir mal nach oben auf den Turm, oder? Finde Robin im roten Turm. Wenn wir gleich noch Feuerstein finden, sammeln wir das natürlich. Ich würde nämlich auch gerne wissen, wie ich Feuerstein bekomme. Damit machen wir auch Werkzeuge. Aber in erster Linie haben wir gerade die Aufgabe, dass wir hier Robin finden. Who are you? What are you doing here? Hey, Alter, bist du laut. Schreib mich doch nicht an. Verrate ihr, dass Anna dich schickt. You've met Anna? Then you are not a complete stranger after all. I'm Robin, by the way. I'm here on a lookout duty. Sheriff's orders. Speaking of the devil, I'm picking up some transmission. This is Ethan Kane. Hope you can hear me, Robin. My team went missing. You must send someone to help me find them. I received some signals from few directions, sending you coordinates. Prepare temporary base, and keep looking out for any survivors. Do not leave your post. Over. Can't handle this on my own. We lost most of our crew. But my Sheriff Ethan still doesn't know that. Just can't bring myself to tell him. I'm going to need your help with that base. In exchange, I can give you a good weapon. Oh, and the sheriff gave me the last coordinates of the survivors. I'll send them to you. If you could find out anything more, that would be great. Frage nach Orten in der Gegend. Frage, warum Anna ihr nicht helfen kann. Na gut, das lassen wir jetzt mal ganz kurz. Das geht ein bisschen zu deep. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen was looten können. Hier können wir was looten. Sehr schön. Oh, hier gibt es sogar Munition. 9x19 mm Munition. Und 7... Also, ne, 9 mm Munition. Und dann haben wir hier 7,62. Und ein Zelt. Haben wir dann jetzt zwei Zelte? Wir haben zwei Zelte. Nice. Oh, da hinten ist so ein bisschen die Stadt zu sehen. Geil. Ob man da hin kann, würde mich interessieren. Darüber weiß ich nämlich nichts. Also ich weiß, es ist eine Open World. Alkohol. Canned meats. Hey, pipe down when the sheriff's talking. We're heading out to search for survivors. Robin, you'll stay at Hunter's Glade in case someone shows up. Is everyone clear on their assignments? Yes, we are. Good. Any questions?
What about food and clothes? We're running low, but grab what you need from the shack downstairs. Noah, stay alert near house camp. The moon cult might be there. Wait, who's going to look after my dog? I can't take him to the bunker. I'll take care of him. All right, then. I trust everyone knows their job. Now, get some rest while you can. Wait, unsere neue Unterkunft. Baue Holzfundament, baue Holzwände. Also wir sollen jetzt hier bauen. Habe ich es richtig verstanden? Ich glaube schon. Aber wie crafte ich denn? B? Aha. Mit B craften wir. Okay, wir brauchen Holz. Dafür brauchen wir mehr Lagerplatz. Das heißt, wir müssen einmal ganz kurz Inventar öffnen. Und dann müssen wir mal ein paar Sachen zu unserem Hund rüberschmeißen. Kann ich das mit Doppelklick vielleicht rüberlegen? Na, es geht. Ehre, er stackt es auch direkt. Kennt Meat. Wie viel gibt das? 135. Könnten wir essen. Wenig Energie. Du bist sehr müde. Mach langsam. Es wäre cool zu wissen, wie man schlafen kann. Also, wie ich jetzt schlafen kann. Warte mal. Wie kann ich schlafen? Ich baue ein Zelt, oder? Zack. Ausruhen. Aha. Macht natürlich Sinn. Das hätte ich auch schon direkt bei Anna machen können. Da hätten wir wahrscheinlich die Nacht skippen können und hätten dann in der Puma-Höhle wahrscheinlich auch vernünftig suchen können. Für alle, die das festgestellt haben, ich hoffe, ihr habt es ordentlich in die Kommentare reingespammt. Dann kann ich mich im Nachhinein nämlich nochmal drüber ärgern. So, Bäume fällen, Leute. Also bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das Spiel einen soliden Eindruck. Also mir macht das gerade extrem Spaß. Auch wenn das alles noch so ein bisschen, ich sag mal, demomäßig wirkt. Also man hat so wirklich das Gefühl, okay, da ist noch viel Potenzial nach oben. Aber es macht Spaß. Es ist wirklich so von der Steuerung her und auch von der Art und Weise, wie man das Spiel so spielt, macht es einfach Spaß. Ne? Okay. Also unsere Axt ist jetzt kaputt. Die müssen wir wahrscheinlich dann reparieren. Müssen wir mal gucken, ob wir das gleich können. Irgendwie so eine Repair-Bank oder so bauen. So, jetzt bauen wir erstmal ein Fundament. Fundament. Wenn das doch alles nur so einfach wäre. So, können wir das... Okay, die Klippen aneinander, auch sehr gut. Wir sollen zwei Fundamente bauen. Dann sollen wir 5 Holzwände bauen. Baumodus. So, und hier kommen wir ins Baumenü. Balustrade, Holzbalken, Holzboden, Holzeingang, Holzfundament, Holztreppe, Holztür, Holzwand. Dann bauen wir mal Holzwände. Wir brauchen wesentlich mehr Holz. So, dann brechen wir das mal ab hier. Wie kann ich das abbrechen? Mit Escape? Nee. Mit B? Ah, einfach B wieder drücken. Okay. Ja klar, wir müssen jetzt natürlich eine Steinaxt bauen. Feuersteinaxt. Aber uns fehlt leider ein Feuerstein. Hätten wir jetzt welche gesammelt, dann könnten wir die natürlich jetzt super easy nutzen. Jetzt habe ich eine Pickaxe gebaut, ne? Klassiker. Steinaxt. Jetzt haben wir nicht genug Holz. Das ist natürlich jetzt komplett der Weltuntergang. Was mache ich denn jetzt? Kann ich meine Axt auch reparieren? Eine leichte Axt aus Stein. Sie eignet sich vom Hacken. Oh, perfekt. Halten. Fallen lassen. Ich brauche Holz. Egal, wie ich mich jetzt drehe und wende, ich brauche irgendwie Holz. Habe ich eine Möglichkeit, das jetzt hier abzubauen, den Bums? Waffe ist beschädigt. Inventarherstellung. Ablegen. Ich kann sie nicht reparieren. Zumindest nicht, wüsste ich jetzt nicht wie. Aber ich muss doch jetzt irgendwie noch nachträglich an Holz kommen, oder? Das wäre jetzt ein game-breaking Mistake gewesen. Weil ich jetzt das falsche Werkzeug gebaut habe, was natürlich absolut auf meine Kappe geht, weil ich einfach mal wieder nicht richtig gelesen habe. Kann ich jetzt nicht mehr, keine Werkzeuge mehr bauen. Warte mal, vielleicht ist hier in der Kiste was drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Hat diese Kiste mich jetzt gerettet? So, jetzt aber genau lesen. Wir brauchen eine Steinaxt. Heiliger Mimbam, hat diese Kiste mich jetzt gerettet? Das wäre jetzt so fatal gewesen. Okay, die ist noch heile. Also tauschen wir die aus. So. Jetzt aber. Das wäre so fatal gewesen, wenn ich jetzt mit der Axt, wenn ich jetzt keine Axt mehr gehabt hätte, um Holz zu fällen. Und um eine Axt zu bekommen, hätte ich Holz gebraucht. Okay, anscheinend müssen wir gleich was essen. Unser Hunger ist sehr, 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 sehr hoch. 34, warte mal, dann essen wir mal kurz was. Essen, trinken. Habe ich noch mehr? Ah, ich kann noch was kochen. Okay, für den Moment reicht das. Wir nehmen jetzt mal das Holz, was wir hier haben. Ah, ein bisschen was fällen tun wir noch. Machen wir direkt was auf Reserve und müssen nicht 10-mal laufen. Ja, wie immer, Leute, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Spiel. Auch nochmal ganz kurz zur Hintergrundgeschichte von dem Spiel. Hatte ich ja ganz am Anfang ganz kurz angerissen gehabt. Und zwar spielt das Ganze, Inventar voll, spielt das Spiel im Jahre 2035. Und es gab eine apokalyptische Katastrophe, die die Welt heimgesucht hat und alles in ein schauriges Ödland verwandelt hat. Und das Ganze ist bekannt als Permafrost, so wie das Spiel halt auch eben heißt. Ja, und wir sind jetzt halt ein Überlebender und kämpfen halt um die Existenz der Menschheit. Denn sie hängt am seidenen Faden. Kommunikation ist zusammengebrochen. Die Gesellschaft zersplittert. Und das Überleben steht an erster Stelle. Ob Mensch oder Tier, ob einsam oder vereint. Alle sehen sich demselben unerbittlichen Kampf konfrontiert. Zumindest, wie gesagt, wird das so beschrieben, das Ganze. Und man kann das Spiel halt im Einzelspieler oder Online-Koop spielen. Das ist ziemlich cool. Also man hat halt auch die Möglichkeit, wie gesagt, mit mehreren Leuten zusammen zu zocken. So, baue einen Holzeingang. Das heißt, Online-Koop ist ganz klar geplant. Und das Spiel wird voraussichtlich im Jahr 2025, also nächstes Jahr, veröffentlicht. So, und wir sollen eine Holztüre bauen. Eine Holztür. Und dann braucht man natürlich noch ein Dach. Blechboden, Blecheingang, Blech, 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 Blech. Das heißt, das ist die nächste Kategorie. Wo ist denn das Dach? Hier, Holzdach. So, dann machen wir, ups, zack. Okay, es ist sehr dunkel hier drin. Aber wir sind soweit erstmal durch. So, jetzt haben wir, baue eine Werkbank. Baue das Bett. Das finde ich jetzt alles gut, aber wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt nochmal unser Zelt hier hin und ruhen uns einfach nochmal eine Nacht aus, damit es wieder hell ist. Ja, wir können uns leider nur so weit ausruhen, bis wir halt nicht mehr müde sind. Macht ja irgendwie auch Sinn. Ich guck mal, ob ich hier ein Lagerfeuer... Kann ich hier ein Lagerfeuer hinsetzen? Das wäre insane. Wie kann ich ein Lagerfeuer bauen? Boah, was? Ist das laut? Hund rufen oder Hund stoppen? Eieiei. Reparieren? Ah, okay, damit kann ich halt meine Base reparieren. Taschenlampe. Okay. Bauen, abreißen. Und dann gibt es halt noch Sachen, die gesperrt sind. Lagerfeuer bauen. Lagerfeuer. Ich kann kein Lagerfeuer bauen. Kann ich das mit B bauen im Baumenü? Arbeitsstation? Eine Werkbank, okay. Werkbank, kann ich die hier vorstellen? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier, aber wenn ich eine Taschenlampe habe, ist natürlich jetzt auch, fällt mir jetzt gerade auch mal auf, hätte ich auch in der Puma-Höhle benutzen können. Ach Mensch, Leute, das ist aber schön, ne? Da kommt man sich mal richtig vor wie so der letzte Trottel. Wenn man dann solche Sachen im Nachhinein checkt. Okay, so, wir haben eine Werkbank und jetzt können wir Dinge reparieren. Select Item und wir haben jetzt hier unsere Steinaxt. Jetzt ziehe ich die hier rein und dann kann ich mit zwei Steinen kann ich die Steinaxt reparieren.
mache das jetzt einfach mal. Jetzt gehen wir wieder auf Herstellen. Jetzt können wir Hasenfalle. Können wir auch mal herstellen. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Eine Hasenfalle, dann kriegen wir schon mal Fleisch. Passiv. Tribal-Hose, Tribal-Jacke. Stiefel, Handschuhe. Tribal-Kapuze, die sieht wild aus. So ein bisschen COD-mäßig. Eine IZG. Ist wahrscheinlich eine Uzi. Hat auf jeden Fall auch Ähnlichkeit damit. Schon mal cool, dass wir auch eine Feuerwaffe bauen können. Baue das Lagerfeuer. Okay, cool. Wie baue ich denn jetzt ein Lagerfeuer? Keule. Warte mal, ich habe nicht vernünftig geguckt. Ne? Arbeitsstation, kann ich hier ein Lagerfeuer bauen? Bauwerke, Behältnisse, Landwirtschaft, Beleuchtung. Beleuchtung, Lagerfeuer. Okay, ich kann das Lagerfeuer bei mir in die Bude reinbauen. Wir machen das jetzt mal. Einfach, weil ich neugierig bin. Was passiert? Es wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Wir bauen es draußen hin, oder? Kann ich es draußen hinbauen? Ich kann es hier hinbauen. Okay, Lagerfeuer ist gebaut. Wir können auch einen Feuerkorb bauen. Dafür brauchen wir aber, keine Ahnung, Metallschrott oder so, so wie es aussieht. Möbel kann man craften. Holzhocker, Holzregal, Holzstuhl, Holztisch. Überleben, Lagerfeuer, Bett. Bett, auch nicht schlecht. Wir sollen auch ein Bett bauen. Dafür brauchen wir aber 5 Stoff. Und die haben wir gerade nicht. Die hat unser Hund. Wo ist unser Hund? Ich habe doch gerade getrillert. Wo ist der? Der stand die ganze Zeit in der Treppe. Jetzt ist er weg. Okay, warte mal. Ich stelle mich mal hier hin und pfeife nochmal. Hund! Da ist er. Oh mein Gott. Okay, ein bisschen erschrocken habe ich mich gerade schon. Sage ich ehrlich. So. Und dann können wir uns das Bett hier reinbauen. B. Hier. Bett. Zack. Okay. So, und jetzt können wir uns ausruhen. Kehre zu Robin zurück. Ja, das machen wir gleich. Aber erstmal machen wir hier Lagerfeuer ganz kurz. Und dann machen wir mal ganz kurz uns was zu essen. Ich habe leider jetzt keine Kartoffeln mehr oder so ein Kram. Kochen. 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 Okay, hier haben wir unser Essen. Essen, trinken. Essen, trinken. Essen, trinken. Boah, bringt wirklich wenig. Wir sind jetzt bei 268 von 300, nachdem wir drei Dinger gegessen haben. Wobei man muss sagen, ich habe mich jetzt mal einmal ganz voll gegessen, wobei man sagen muss, dass wir Fleisch relativ schnell bekommen haben. Also es war jetzt wirklich keine große Herausforderung, irgendwie an Essen zu kommen. Was ich auch gut finde. Ich finde es immer nervig, wenn man so mega lange suchen muss und dann ist das Essen so ein riesengroßes Problem. Also ich weiß nicht, ob ihr Raft mal gespielt habt. Bei Raft fand ich es ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, wenn man Multiplayer gespielt hat, war es ein bisschen stressig, weil man sehr, sehr viel Essen die ganze Zeit bekommen musste. Und das war dann irgendwann auch anstrengend. Das hat so ein bisschen den Fokus vom eigentlichen Gameplay genommen. What's up? Was geht ab? Quest abschließen. Thank you so much for your help. Ja, sehr gerne. I really appreciate it. Now it's my turn. This used to belong to Lucas, one of our team members. We found him in a cave, along with this. It's yours now. If you're wondering what to do next, there's a bunker not too far from here. The military abandoned it a while back, so there could be some useful supplies left. But your gear isn't strong enough for the cold out there. Head to the church in the ruins of House Camp. The traders should still be around, and they can help you get better equipped. Just be careful, okay? Okay, habe ich verstanden. Perfekto. Sehr, sehr nice. Wir haben gerade eine Waffe bekommen, Leute. Also wir haben halt Munition bekommen, 762 Munition. Und wir haben eine Rotzni bekommen. Das ist so ein Karabiner. Die wählen wir mal aus. Okay, man kann damit zielen, man kann aber nicht... Anscheinend kann ich nicht über Kim und Korn aimen. Das heißt, man kann nur über das Fadenkreuz aimen. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Passt irgendwie zu dem Spiel. Ich mag aber grundsätzlich über Kim und Korn, also First Person mag ich immer ganz gerne.
Aber wir kommen damit jetzt erstmal klar. So, gehe zum Häuserlager. Das Häuserlager ist hier links. Es gibt auch noch Locations, die wir hier entdecken können. Aber wir gehen jetzt mal straight up zu dem Holzlager hin. Häuserlager hin. Und gucken mal, was da geht. Weil ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, was ist unser natürlicher Feind? Also in DayZ ist es halt so, dass man natürlich die Möglichkeit hat, gegen Zombies zu kämpfen. Das ist ja eher so passiv, ne? Also die Zombies sind halt der Grund, warum man dann halt mal rumballert, obwohl man es gar nicht möchte. Und dann wird man halt von anderen Spielern entdeckt. Hier könnten das halt Bären sein. Oder irgendwie sowas. Weil grundsätzlich bin ich ein absoluter Freund von Zombie-Games. Da könnte auch gerne mal wieder so ein richtiger Banger-Titel rauskommen. Ich hoffe ja so ein bisschen auf State of Decay 3. Leider hat mich DayZ nicht so abgeholt. Eigentlich würde ich schon ganz gerne wissen, was da hinten noch los ist. Außenposten der Holzfäller. Ah, interessant. Oh, minus 62 Grad. Okay, das ist halt so eine Kältezone. Wie merkt ihr das? Also, das ist halt eine Sache, die habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Da könnt ihr mir gerne mal Feedback zu geben. Also ihr merkt, dass hier ist jetzt gerade minus 19 Grad. Und wenn ich jetzt hier hingehe, dann geht die Temperatur auf minus 60 Grad. Also das ist eine dieser Kältezonen, okay? Und hier verliert man halt auch Energie und vor allen Dingen verliert man hier auch Leben drin. Es gab halt einige, die sich darüber so ein bisschen geärgert haben, weil sie gesagt haben, hey, wie unrealistisch ist das denn? Ich verstehe halt die Intention davon. So eine Kältezone ist halt so ein Hotspot, wo man wahrscheinlich ziemlich coolen Loot findet. Und dadurch versuchen die halt dann solche Regionen zu verhindern, dass sie halt einfach gelootet werden direkt am Anfang. Jetzt muss ich aber sagen, ich finde so eine Kältezone, die wirklich so rasant steigt, könnte man auch anders lösen. Aber schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal brennend interessieren, wie ihr das seht. Weil ich persönlich finde es jetzt auch nicht so gut. Finde es aber jetzt auch nicht mega schlimm, weil am Ende ist es halt immer noch ein Spiel, ne? Okay, wir haben hier eine Leuchtpistole und Leuchtmunition. Das Zelt brauchen wir nicht mitnehmen. Dann hätten wir nämlich unser drittes Zelt. Macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Kann ich diese Leiche looten? Kann ich. Eine eingefrorene Leiche. Eine Tribal-Kapuze. Oh, die ist aber gar nicht so gut. Kälteresistenz 26. Ich habe jetzt eine mit 34. Die Stiefel geben 26. Meine 23. Und die haben noch Armor. Das heißt, die tauschen wir auf jeden Fall aus. Aus dem Behältnis kann nur entnommen werden. Ablegen. Ich kann meine Schuhe nicht ablegen, weil... So. Jetzt geht's. Okay, minus 25 Grad. Warte mal, wie ändert sich das denn? Ach, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Was könnte ich denn jetzt droppen? Das Zelt würde ich ganz gerne mitnehmen. Es macht halt auch keinen Sinn, das jetzt zu droppen. Ich habe Handschuhe, 25 Kälte. Okay, die können wir droppen. So, jetzt habe ich einen Platz frei. Armor 3, 34 Kältewiderstand. Hier haben wir 28. Okay, wir können das jetzt ablegen. Jetzt haben wir minus 25 Kältewiderstand. Das ziehe ich jetzt mal aus. Jetzt sind wir bei minus 22. Jetzt ziehen wir das an und jetzt haben wir minus 29. Das heißt, wir können bis minus 29 können wir das jetzt aushalten. Und hier steht auch nochmal so ein Status, so eine Übersicht. 34 Kapuze, Jacke, Handschuhe. Die Hose ist bei mir sehr schlecht. Die ist viel besser. Die ist um einiges besser. Was kann ich hier wegschmeißen? Was kann ich hier wegschmeißen, was ich gerade nicht brauche? Boah, das ist schwer. Das ist alles irgendwie etwas, was ich halt noch gebrauchen könnte. 23, könnte die Stiefel wegschmeißen. Komm, scheiß drauf. Stiefel weg. Und unsere Uniform ist auch komplett kaputt. Schmeißen wir auch weg, komm. So, dann ziehen wir unsere Hose aus. Ach so. Tribal-Jacke. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So, die Hose kann ich natürlich nicht in der Hose lagern. Macht ja gar keinen Sinn. So, jetzt habe ich auch mehr Plätze. Die Hose hatte gerade nur 3, glaube ich, ne? Warte mal, hat die nur 3? Ja, die hat nur 3 gehabt und die hat jetzt... Wait a sec. Wait a sec. Die Hose ist weg. Wo ist die... Hä? Da ist die Hose. Warte mal, bin ich doof? Warum ist denn die jetzt kaputt? Jetzt ist... Ah, okay, das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Ich habe gerade gedacht...
Das wäre eine andere Hose gewesen. Aber das ist die Hose, die wir jetzt anhaben. Also das ist die neue, diese Tribal-Hose. Und die war gerade war sie kaputt. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Okay, und was haben wir noch? Geld? Aber warte mal, das ist doch aus meinem Inventar gewesen. Und die Handschuhe, 30. Boah, ja, nicht besser. Hat halt einen Armor, hat sie nicht. Also die Handschuhe haben nur minus 35 Kälteresistenz. Und die haben halt noch einen Armor. Zusätzlich, aber wir lassen das jetzt mal eben. Wir könnten Verbände herstellen. Machen wir zwei Verbände, dann ist nämlich der Alkohol noch weg. Kann ich herstellen, währenddessen ich laufe? Jo. Das ist schon mal nice. Okay, wir haben 10 Schuss Munition. Hier links sind Hasen. Also den Waldtieren scheint es wirklich gut zu gehen, weil die Population scheint wirklich exorbitant hoch zu sein. Viele Hirsche, viele Hasen. Aber soll mich ja nicht stören. Gibt Schlimmeres. Wir kriegen gerade einen Funkspruch rein. Okay, warum ich hier stehen geblieben bin, man sieht hier diesen blauen Schimmer oder blauen Nebel. Ich denke mal, dass das die Kältezone sein wird. Das heißt, wenn man jetzt hier reinläuft in diesen blauen Nebel, wird das wahrscheinlich sehr, sehr kalt werden. Das könnte man ja auch mal ausprobieren, indem wir einfach mal hier hinlaufen. Mal gucken, ob die Temperatur jetzt hier schon steigt, weil hier scheint noch alles in Ordnung zu sein. Taschenlampe machen wir mal an. Können nicht da hochvolten. Dann laufen wir mal über die Treppe hoch. Wir haben gerade nur minus 3 Grad. Also hier scheint es wirklich angenehm zu sein sogar. Eine essbare Wurzel. Primäre Kochzutat. Eine in der Wildnis gefundene Wurzel, die den Hunger dämpft, wenn sonst nichts verfügbar ist. Okay, cool. Nehmen wir mit. Warum nicht? Da hinten, das sieht mir nach einer Waffenkiste aus. Militärkiste. Oh! Und Schrott gefunden. Nice. Munition am Start. Ja gut, Leuchtpistole. Was war das? Was war das denn jetzt? Inventar ist voll. Okay, verstehe ich. Dann schmeißen wir die mal weg. Das heißt, wir looten das 1:1. Also ist kein Behältnis gewesen. Das heißt, man kann auch Items einzeln finden. Ach du Heiliger. Da ist ein Bär. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin tot. Oh mein Gott! Was? Der hat mich einmal gehittet und ich war direkt tot. Das gibt's doch nicht. Naheliegenden Ort respawnen. Okay, wir sind jetzt direkt hier gespawnt. Das ist wild. Oh nein! Ah, okay. Wir waren wahrscheinlich angeschlagen. So wie es aussieht. Ich würde gern wissen... Ich glaube, ich habe ihn nicht getötet. Nein, habe ich nicht. Ey, das ist krank. Das ist wirklich krass. Okay, jetzt kann ich mich leider gerade nicht bewegen. Das scheint ein Bug zu sein. Oh, nö. Ich kann irgendwie eine Bewegung machen, aber ich kann mich leider nicht bewegen. Ich kann auch die Taschenlampe nicht ausstellen. Warte mal, ich mache mal ganz kurz eben fortsetzen. Ah, jetzt geht's. Oh, cool. So eine heftige Rolle war das denn? Okay, der Bär hat auf jeden Fall Schaden genommen. Ich kann aber gerade meine Waffe nicht nachladen. Warum kann ich meine Waffe nicht nachladen? Kann ich mit Bogen schießen? Dann machen wir es halt einfach wie die alte Garde. Ich werde so sterben. Okay, also Bären scheinen wirklich sehr stark zu sein in dem Spiel. Wer hätte es gedacht? Lass mich in Ruhe. Hau ab. Okay. Wenn wir die Waffe switchen, können wir wieder vernünftig mit ihr interagieren. Wie gesagt, Demo nicht vergessen.
Wir haben den Bär erlegt. Wir haben den Bär erlegt. Nachdem wir selber 4-mal gestorben sind oder so. Na gut. So, dein Werkzeug ist zu beschädigt. Uff. Arbeitsstation, Werkbank. Können wir nicht aufbauen. Ey Leute, ist das unbelohnend oder was? Wir können den Bär jetzt gerade nicht häuten, weil unser Werkzeug zu beschädigt ist. Ist das krank. Ist das krank. Also das ist gerade richtig, das tut gerade richtig im Herzen weh. Das tut gerade richtig im Herzen weh. Okay, Leute, wir machen jetzt trotzdem nochmal ganz kurz den Abstecher. Ist ja jetzt mal ganz interessant gewesen zu sehen, wie es abläuft, wenn man mal von einem Bär gehuntet wird. Also Bären sind anscheinend sehr stark in dem Spiel. Ist auch gut so. Ich habe mich auch wirklich nicht klug angestellt. Wäre auch schade, ne? Ich fange an zu spielen, eine halbe Stunde später bin ich schon so OP, dass ich alle starken Gegner platt mache. Es sollte ja schon noch Bären geben, die stärker sind als wir. Aber wir sollten tatsächlich sogar dahin. Ich hatte gedacht, das wäre nur so ein kleiner Abstecher gewesen, aber das ist der Bunker, den wir besuchen sollten. Das heißt, der Bär war auch tatsächlich ein Kontrahent. Ups, einfach einen Schuss verschwendet. War ein Kontrahent, den wir besiegen müssen, mussten, hätten, sollen. Okay, trotzdem ärgerlich, dass wir den nicht looten können. Gut, wir gehen jetzt aber mal hier unten in den Bunker rein. Ich dachte, das Spiel stürzt jetzt ab. So, hier ist nämlich auch ein X. Okay, what the heck? Wir haben gerade eine CKR-94, ein kompaktes und robustes Hinterschaftladergewehr. Ist für den Nahkampf in der gefrorenen Einöde entwickelt. Und wir brauchen hier die 762 Munition für. Davon haben wir 10 Schuss. 11 Schuss. Ich korrigiere. Welcome to the Slumber Project. You are taking the first step toward a brighter future. Our state-of-the-art facility will ensure your survival for generations to come. We are here to provide you with safety, comfort and hope. Join us and secure a little piece of paradise for yourself and your loved ones. Slumber Project, the future is there. You just have to dream it. Okay. Wir sollen anscheinend hier hochlaufen, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Es wird kalt. Es wird sehr, sehr kalt. Minus 55 Grad. Wir können jetzt mal ganz kurz eben das Ding hier essen. Das ist, Kälteschutz zusätzlich. Okay, es sind minus 60 Grad hier an der Stelle. Stellt euch mal vor, minus 60 Grad. 62. Oh! Okay, boah, nicht aufgepasst, trotzdem geschafft. Okay, den Bunker haben wir entdeckt. We'll be firing flares every day, as long as we have ammunition. Follow them. We can't hold them off much longer. A blizzard is approaching. The cultists will hide, but we'll attack again when it clears. Get to the city mall now. Hurry, or we'll all be dead. Okay, da war Zucker drin und sowas alles. Ich habe keine Ahnung, was für einen Wert das hat. Und wir haben nur noch minus 22 Grad. Das heißt, wir haben den schlimmsten Anstieg an Temperatur erstmal überstanden. Die Hose, die tun wir weg. Ich nehme lieber die Munition mit. Mach das mal hier hoch. Die Munition darunter. Und dann haben wir natürlich jetzt hier diese Munition, die wir... Boah, krass. Was mache ich denn jetzt? Ich schmeiß die weg. Die da rein. Also Inventarmanagement. Großes Ding. Großes Ding. Wir könnten mal gucken, ob wir unseren Hund rufen können gerade. Das würde mich interessieren. Was ist denn das da hinten? Warum leuchtet das so rot? Interessant. Okay, also es würde mich jetzt interessieren, ob unser Hund hier hochkommt. Das wäre wild. Ich glaube aber eher nicht, weil ich kann mir halt vorstellen, dass der Hund sich halt irgendwann zu dir hin teleportiert einfach, ne? Anders wird es da wahrscheinlich nicht funktionieren. Gut, dann machen wir Essen, Trinken einmal.
Kann ich irgendwas stecken oder so? Nee, es gibt noch einen Rucksack, beziehungsweise noch so eine Bauchtasche oder so, die wir noch anziehen können. Keine Ahnung. So, und hier liegt jemand rum mit einer Leuchtpistole und Munition. Okay. Gehe jetzt zum Häuserlager. Das ist jetzt die andere Seite. Wir können nochmal gucken, ob wir hier oben noch was haben. Ah, nee, komm, wir gehen runter. So, dann sollen wir jetzt einmal hier wieder runter. Bitte keine Faxen machen. Danke. So. Geh in Richtung... Ach so! Geh in Richtung der Leuchtrakete. 68 Grad minus. Krass. Okay, wir haben keinen Schaden bekommen, aber unsere... Also uns ist kalt. Sehr kalt sogar. Rausklettern kann ich hier nicht. Und den Bär looten können wir auch immer noch nicht. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Ey, einmal rüber. Dongle. Au! Du hast die Herausforderung der Permafrost-Demo gemeistert. Doch das ist erst der Anfang. Die Demo, die du gespielt hast, ist eine Vorgeschichte zum Hauptspiel, in der du bereits einen Eindruck davon gewinnen kannst, wie sich die Welt verändert hat und welche neuen Herausforderungen dich erwarten. Wenn dir dieses Erlebnis gefallen hat, zögere nicht, das Spiel auf deine Wunschliste zu setzen und dein Feedback mit uns zu teilen. Deine Meinung ist für die weitere Entwicklung der Welt von Permafrost unerlässlich. Vielen Dank fürs Spielen und mach dich bereit für das, was dich als nächstes erwarte. Permafrost-Team. Okay, das finde ich sehr, sehr nice. Ich mache jetzt mal ganz kurz Escape. Wir können sogar weiterspielen. Wir können sogar weiterspielen, Leute. Das ist nice. Ich kann also nochmal hier ein bisschen rumballern und einfach gar nichts treffen. Nice. Okay, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin jetzt seit knapp einer Stunde am Aufnehmen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich am Anfang ein bisschen was wegschneiden müssen. Das heißt, für euch wäre es jetzt ungefähr 50 Minuten bis zu einer Stunde sein, die ihr euch jetzt hier reinziehen konntet. Wenn ihr Bock habt, selber mehr von dem Spiel zu sehen, dann, beziehungsweise mehr, in Anführungszeichen, dann könnt ihr euch das Spiel, wie gesagt, einfach runterladen. Die Demo findet ihr im Steam-Shop. Ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung, wie immer, alles. Und ich würde mich sehr auf euer Feedback freuen. Wie gefällt euch das Spiel? Findet ihr es cool? Findet ihr es nicht so cool? Was findet ihr gut? Etc. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wie ihr wisst, lese ich die Kommentare eigentlich alle und antworte meistens auch drauf, wenn sie vernünftig geschrieben sind. Deswegen freue ich mich drauf. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da, Freunde. Denn dann kriegt ihr in Zukunft den Content immer in eure Abo-Box reingespült. Also, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.